Hallo und herzlich willkommen zu den Anfängen Roms, Rise of the Republic, Total War 2. Wir haben ein neues Ziel erteilt bekommen, die Annalen Roms, Kapitel 7. Wir haben viel von ihnen gelernt. Bereits im Kindesalter erlernten wir die Zivilisation anhand ihres Vorbilds und ihre Stärke hat andere in ihre Ambitionen gegen uns abgeschreckt. Als die Zeit dafür gekommen war, erkannten sie leider nicht, dass wir ihnen ebenbürtig sind. Jetzt werden sie uns als ihnen überlegen akzeptieren müssen. Die folgende Fraktion darf kein Territorium oder keine Streitmächte mehr auf der Karte haben. Tachuna. Das dürfte problematisch werden. Dahuna ist nämlich unser ja, militärischer Verbündeter. Aber ich dachte mir schon, dass sowas irgendwann kommen wird. Weil Dahuna. Oh, ich dachte gerade, ich nehme gerade nicht auf. Weil Dahuna, die mehr oder weniger Erzfeinde dann von Rom waren, von Klein-Rom. So. Dann hier die. Ah, jetzt können wir hier die auch hochpushen. Dann, warte mal. Hier kann ich aber. Ja, Bogenschützen. Sind nie verkehrt. So, Attentat bitte. Attentat ausführen. Feind verwundet, akzeptiert. Wir haben 48.000. Ah, warte, dann können wir mal schauen, dass die Veneta Der Ruf eures Volkes eilt euch voraus. Ihr militärische seid hier willkommen. Bündnis. Sprecht frei. Ich Super. werde euren. Gut. Und jetzt brauchen wir nur noch jetzt brauchen wir eigentlich nur noch Dings da Bums da. Genau, jetzt habe ich das alles. 73. Wir brauchen noch ein paar. Und dann sind wir fertig. Das ist heftig. Triari, bitte. So. Und jetzt muss ich eigentlich nur noch pumpen. Falsche Pumpe. Warte, wie viel brauche ich hier? Ich habe 73, nicht? 73. 2, 4, 6, 8, 9 sind 82. 10 sind 83. Da oben kann ich, glaube ich, keine rekrutieren, oder? Muss es unbedingt Triarii? Hastati Principiis. Principiis. So. Dann gehen wir mal in Rom rein und bilden hier noch mal ein paar Triarii aus, ne? Aus. Blub, klick. So, und wieder kein Geld. Dann weiter. Und dann würde ich, glaube ich, glatt meinen, dass
wir jetzt fertig sind, oder? Oder wahrscheinlich noch eine Runde. Aber diese Folge werden wir fertig werden, auf jeden Fall. Ich werde auf jeden Fall Taras noch ein bisschen malträtieren. Und ja. Und dann natürlich Triaris pumpen, damit wir die 100 Stück fertig haben. Und Neapolis will ich noch vernichten. Aber das ist eigentlich. Ah, cool. Dankeschön. Lieb von dir. Ah, wow. Ich hab's geschafft. So, ja, sieht ein bisschen seltsam aus, dafür, dass wir gewonnen haben, aber, ja, wie viele Runden haben wir denn gespielt? Warte, wo steht denn das? Gesamteinkommen 400.000? Nee, 4 Millionen, okay. Ich dachte schon, 400.000 ist ein bisschen wenig. 26 Streitkräfte. Getötete Generäle 0? Achso, ich meine, ja, okay. Okay, rekrutieren, bitte. Verlorene Generäle 18. Konflikte 266. Selbst ausgeführte Gefechte 93. Naja, ist ein bisschen wenig, aber okay. So. Gut, wir haben angefangen. Nein. Oder? Nee. Das wäre ein bisschen wenig, ne? Naja, gut, auf jeden Fall kommt jetzt, wie bei dem Epirus Let's Play. Warte, ich. Kind schon wieder gebracht. Elendsviertel. Mission erfolgreich. Karthago. Genau, ich werde jetzt wie bei beim Schluss von. Beim Ende von Epirus werde ich nochmal die Armeen, die ich hatte, Revue passieren lassen. Also quasi aufzeigen, was für Schlachten die alle geschlagen haben und was die alle geleistet haben. Und dann, ja, wird's vorbei sein. Ja, noch ein paar Sachen einnehmen. Gut. Ja. Wir haben quasi, ja, eigentlich haben wir den ganzen Norden. Also ohne in Tachuna hätten wir am Anfang länger gebraucht, aber wir hätten es auf jeden Fall auch geschafft. Und uns hätten am Anfang zweimal, glaube ich, die
zwei oder dreimal die Bürgerkriege fast das Genick gebrochen, weil wir waren so winzig. Und genau, das war hier. Und das hat sich immer abgespaltet und dann hat sich Tahuna das gekrallt. Aber das ist, ja, jetzt eigentlich, ja genau, und die Retter sind auch zurückgekommen und so weiter. Also es war am Anfang nicht leicht, aber ja, am Ende schon. Gut, ja, wie gesagt, jetzt kommt noch eine Liste von allen Schlachten, die Armeen geschlagen haben. Und dann, ja, es ist vorbei. Cool. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen, die Folge und allgemein das Let's Play. Wenn ihr Wünsche habt für neue Spiele oder neues Let's Play, einfach unten hinschreiben. Auch welche Fraktion oder ganz anderes Spiel natürlich wird natürlich dann gespielt. Und wie gesagt, gerade bin ich beim Meister, bei Meisterprüfung und also auch wenn das Video oder das Let's Play, die Folge hier hochkommt, ich bereite gerade vor, es ist, als ich das aufnehme oder gerade ist der 17.05. Mal schauen, wann die Folge dann letztendlich hochkommt, aber ich habe bis in 2 Monaten noch Prüfungen. Das geht jetzt ziemlich ab. Gut, ja, aber danach bin ich wieder voll bei euch und volle Kanne gezockt und was weiß ich. Genau. Viel Spaß bei den Resümee der Armeen, was sie alles geleistet haben. Genau. Mach's gut. Bye bye.